Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Die Apollo-Missionen waren ja ausgerichtet darauf, den Mond zum ersten Mal mit Menschen zu betreten. Und sie haben es erreicht. Vorher gab es ja schon robotische Missionen von russischer Seite, aber auch von amerikanischer Seite. Und diese Apollo-Missionen haben erreicht, dass wir einen größeren Materialbereich, nämlich fast 300 Kilogramm, auf die Erde zurückgebracht haben. Dadurch sehr viel mehr über den Mond schon wissen. Vor Apollo wussten wir so gut wie nichts über den Mond. Wir kannten nicht die Rückseite des Mondes, wir hatten keine Gesteinsproben vom Mond. Wir haben mit den Apollo-Missionen auch zum ersten Mal seismische Daten, das heißt Daten über den inneren Aufbau des Mondes. Wir haben die Felder des Mondes vermessen. Das heißt also, wir sind einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne gekommen. So weit sogar, dass wir dann einige Zeit lang glaubten, wir wüssten eigentlich genug vom Mond. Und erst durch die Verdauung all dieser Daten ist es dann aufgefallen, dass wir noch mehr wissen müssen. Es wurde tatsächlich etwas stiller mit den Missionen zum Mond, weil man gesagt hat, okay, Mond, jetzt gehen wir zum nächsten. Der nächste ist der Mars und dann hat man noch zur Venus geguckt und so weiter. Mittlerweile hat man aber festgestellt, dass man über den Mond viel weniger weiß als zum Beispiel über den Mars. Und deshalb sind seit Jahren wieder Anstrengungen, sowohl von amerikanischer Seite, aber auch von indischer Seite, von japanischer Seite. Auch Europa hat ja mit der Mission SMART wieder eine Mondmission gehabt. Diese Missionen sind ja zum Teil gerade noch am Laufen, das heißt, die haben ihre Ergebnisse noch zu bringen, wie zum Beispiel Chandrayaan. Andererseits haben also zum Beispiel die SMART-1-Mission der ESA und die Clementine-Mission der Amerikaner haben uns im Detail Fortschritte gebracht. Sie haben uns Infrarotspektren gebracht, woraus wir dann die Oberflächengesteine besser kennen. Sie haben uns gezeigt, dass besondere Magnetfeldanomalien auf dem Mond vorhanden sind, sodass wir also im Detail Fortschritte bekommen haben, aber noch ein großer Schritt zu tun wäre. Das Interesse am Mond ist gewachsen, das sehen wir auch in dieser Ausstellung hier, das hören Sie auch im Hintergrund. Die Schüler, die jetzt hier den Krach veranstalten, ich hoffe, ich bin noch zu verstehen, sind natürlich auch hier, um sich das Sonnensystem in dieser Ausstellung und den Mond anzugucken. Das neue Interesse am Mond hat also auch dazu geführt, dass die NASA jetzt verstärkt zum Mond gehen will. Wir sprechen jetzt von Rückkehr zum Mond durch bemannte Missionen. Und die ganze Mondforschung ist internationaler geworden. Viele Nationen, nicht nur die Europäer, auch einzelne Nationen wollen ihren Beitrag leisten. Und auch wir Deutsche würden gerne unseren Beitrag dazu leisten. Wenn man in diesem internationalen Zusammenspiel eine Rolle spielen will, wenn man wirklich einen kompetenter Partner in der internationalen Kooperation sein will, dann muss man vorher zeigen, dass man wirklich Kompetenz hat. Und deshalb gab es die Idee und gibt es die Idee aus dem DLR heraus, eben auch eine nationale Anstrengung zu unternehmen, um etwas Richtung Mond zu bewegen. Mein Traum für die Zukunft der Mondforschung wäre, dass es Deutschland gelingt, gemeinsam mit den europäischen Partnern, aber vor allen Dingen auch mit der internationalen Raumfahrt-Community, eine Mission zum Mond zu machen, die tatsächlich einen längerfristigen Aufenthalt auf dem Mond auch ermöglicht, um damit gegebenenfalls auch längerfristige Missionen zum Beispiel zum Mars vorzubereiten. Man wird nicht einfach als nächstes von hier aus zum Mars fliegen können und wieder zurück. Das ist eine Anforderung, die man mit Menschen so nicht durchführen kann. Und deshalb wäre eine bemannte Mondstation etwas ganz Spannendes. Und meine Vision und meine Hoffnung wäre, dass wir da eben auch als Deutschland im Staatenverbund insgesamt in europäischer wie in der globalen Systematik eine Rolle spielen können. Und das war's. Sie sahen den DLR Webcast.